Meine Damen und Herren, heute Morgen bei der Fischer und 3 haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das eine ist Technologie und Visionen, das andere ist, was machen Menschen daraus? Und das ist im Endeffekt, worum es geht. Und deshalb freue ich mich total auf den zweiten Keynote von Sonja Betschart. Sie wird uns zeigen, wie mit Hilfe Technologie das Leben vieler Menschen verbessert werden kann. Guten Morgen und ganz herzlichen Dank an ESRI Deutschland und ESRI Schweiz, dass ich heute da sein darf, um mit Ihnen zwei Themen anzugehen, die mir sehr am Herzen liegen. Einerseits Drohnen und künstliche Intelligenz für gute Zwecke und andererseits die Innovation. Ich darf Sie auch ein bisschen in eine andere Welt entführen, und zwar in die Südländer. Ich entschuldige mich schon von Anfang an für mein schlechtes Deutsch. Ich spreche nur sehr wenig Deutsch. Und heute ist einer der wenigen Tage davon. Also Entschuldigung, wenn ich ab und zu meine Wörter nicht richtig finden kann. Die zwei Tage hier in Bonn stehen unter dem Motto See what others can't. Aber was ist, wenn nicht mal wir sehen können, also nicht nur die anderen, sondern wenn wir selber nicht sehen können, was eigentlich vor sich geht. Wir hier in diesem Bild im Südpazifik auf der Insel Tonga nach einer Naturkatastrophe. Wenn man am Boden nicht sehen kann, was vor sich geht. Was sind die Auswirkungen? Ich habe keine Entscheidungsgrundlage. Zum Glück gibt es heute Drohnen, die uns erlauben, auf einfache, schnelle und preiswerte Art und Weise Luftbilder zu gewinnen und daraus Karten machen zu können. Dank künstlicher Intelligenz und Algorithmen, die man vorher aufarbeiten kann, können wir zusätzlich auf sehr schnelle Art und Weise sehen, was haben für eine solche Naturkatastrophe wie ein Hurrikan, was haben die für Auswirkungen auf die Bevölkerung? Wie viele Häuser stehen noch? Wie viele Häuser sind nur noch teilweise bewohnbar? Und wie viele Häuser sind ganz zerstört? Wenn ich innerhalb von wenigen Stunden oder einem Tag Hilfswerken sagen kann, 50% der Häuser, die stehen nicht mehr. Wir brauchen 2500 Zelte, wir brauchen so und so viel weiteres Material, dann ist es ein riesiger Vorsprung für ein Hilfswerk, das schlussendlich die Hilfeleistung mitbringen kann. Das können wir heute dank Drohnen und dank künstlicher Intelligenz. Und zwar eben sehr zeitnah, einige Stunden, einige Tage nachher oder wie hier auf diesem Bild in gewissen Orten dieser Welt, wie hier in Dar es Salaam in Tansania, wo Naturkatastrophen eigentlich das ganze Jahr wiederholt werden. Also jedes Jahr in der Regensaison gibt es große Überschwemmungen, von deren Tausende von Personen direkt betroffen sind. Wenn wir hier natürlich jede Woche oder jeden Monat fliegen können, Bilder, neue Luftbilder gewinnen können, Karten daraus machen können, um Impact-Analysen zu erstellen, die über mehrere Monate hinaus zeigen können, was ist denn schlussendlich der Impact nach einer so großen Regensaison, dann macht das für viele Leute vor Ort einen großen Unterschied. Dank Drohnen und dank künstlicher Intelligenz können wir auch Karten erstellen, wo es heute überhaupt keine Karten gibt. Hier zum Beispiel weiterhin in Afrika für Grundbucheinträge, für Landrechte. Einerseits können die Daten mit AGB-Kameras erfasst werden, um eben solche Karten zu erstellen. Und gleichzeitig, wenn man schon dort ist, dann kann man noch weitere Sensoren dazuziehen, um auch Analysen zu fahren, zum Beispiel für Ernteausfall für Bauern.
gleichzeitig auf den Daten aufsetzen, die die Grundbuchdaten sind. Also es gibt hunderte von Anwendungsfällen und ich möchte Sie nicht mit weiteren davor eigentlich langweilen. Ich denke, Sie haben eine gute Kreativität und Ideen, wie Drohnen und Daten und künstliche Intelligenz eingesetzt werden können. Eigentlich geht es ja nicht unbedingt ums Was, sondern es geht um Wer und um Wann. Und wer sind die Personen, die von der Situation direkt betroffen sind? Das heißt, jene, die vor Ort leben und die auch in die Entscheidung mit einbezogen werden sollten, wenn es dann um Entscheidungen geht. Und wann ist es wirklich dann, wann es wichtig ist? Also nicht Monate nachher, sondern Tage nach dem, was es geschehen ist. Wie hier zum Beispiel in Nepal nach dem großen Erdbeben in 2015. Dann kommt vielleicht noch eine weitere Frage dazu und heißt, wo? Also die Daten müssen dort zurückgebracht werden, wo die Leute schlussendlich auch sind. Also nicht tausende von Kilometern weit weg, sondern eben genau dort, wo sich die Personen, die von der Situation betroffen sind, befinden. In den letzten Jahren haben wir eine interessante Erfahrung gemacht, dass Drohnen eigentlich eine ganz interessante Nebenwirkung oder Zusatzwirkung haben. Wenn wir mal sehen, okay, hier ist es auf dem Lande in Tansania. Diese Personen, die haben überhaupt keinen Bezug zu Satellitendaten. Wenn wir dort mit Analysen zurückkommen und sagen, okay, die Ernteausfälle sind diese und wir haben hier eine Karte, die ist zwar nicht unbedingt sehr neu, aber das, so sieht das ungefähr in ihrem Dorf aus, dann haben die Leute keinen Bezug zu Satellitenbildern. Die haben noch nie von Satelliten gehört. Dank Drohnen können wir die Daten direkt mit den Personen vor Ort eigentlich akquirieren. Also die Leute sind Teil des Prozesses, des ganzen Datensammelprozesses, des Datenauswertungsprozesses. Und aus diesem Grund sind sie natürlich dann auch viel interessierter und viel offener daran, Entscheidungen auf diesen Daten zu treffen. Jetzt fragen Sie sich, warum ist es wichtig zu sehen? Warum ist es speziell für diese Personen in diesen Situationen wichtig zu sehen? Und meine Grafik ist nicht so anders wie die Grafiken, die Sie heute Morgen schon gesehen haben. Das ist eine Grafik, die zeigt die Naturkatastrophen, die Anzahl der Naturkatastrophen über die letzten Jahre. Und genau die gleiche Tendenz wie bei anderen Grafiken. Also diese Tendenz ist steigend und diese Tendenz wird wohl kaum zurückgehen. Darum ist es wichtig zu sehen. Weil dank dem, dass wir etwas sehen können, können wir auch bessere Entscheidungen treffen und können wir schnellere Entscheidungen treffen meistens. Also fassen wir nochmal zusammen. Die sozialen Challenges auf der Welt, die sind am Wachsen. Neue Technologien wie Drohnen und künstliche Intelligenz, die ist auch am Wachsen. Was gleich mitwächst, ist die Expertise von, ich würde jetzt sagen, von Experten hier im Norden oder wie wir sie nennen, von internationalen Experten. Was nicht wächst, was fehlt, ist die lokale Expertise in diesen Ländern, wo es wichtig ist. Also die lokale Expertise in den Südländern. Diese wächst nicht an. Und das gibt daraus, was wir den Digital Divide nennen. Also eigentlich ein großes Loch dazwischen, zwischen den Personen, die diese Technologien am meisten anwenden sollten, aber die das Wissen dazu nicht haben und auf diese Technologien auch keinen Zugang haben. Unsere Mission bei V-Robotics ist es, genau diese Kurve auch ansteigen zu lassen, sodass lokale Experten die gleichen Chancen haben, mit den Technologien, auf denen wir zugreifen können, für ihre lokale Zwecke. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Chef oder Ihr Kunde würde zu Ihnen sagen, für Ihr Projekt in Bonn oder in München oder in Zürich oder wie wir gerade vorher gehört haben, hier in den Wäldern, ha, ich hole einen internationalen Experten dazu. Ich hole mir einen GIS-Experten aus Tansania, der wird dir helfen, mit deinen Fichten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gibt es Fichten überhaupt in Tansania? Nein, das gibt es nicht. Also stellen Sie sich mal vor, Sie alle hier im Saal, Sie sind lokale Experten. Wie würden Sie sich fühlen, wenn man einfach
Experten aus anderen Ländern dazu zielt, für ihre Probleme, für die sie haben die besten Antworten haben. Sie leben im Umfeld, sie kennen ihr Umfeld, sie wissen am besten, was sie mit ihren Informationen, mit den Daten eigentlich machen können. Und genau das fehlt eben heute im Süden. Da kommen wir, und ich zähle mich auch dazu, viele internationale Experten und bringen unser Wissen zwar mit, aber lassen nicht viel von Ort. Unsere Mission bei Vree Robotics ist jetzt daher, Wissenszentren im Süden aufzustellen, in Afrika, in Lateinamerika, in Asien und im Südpazifik, die Zugang zu diesen neuen Technologien haben. Zugang zu Drohnen, Zugang zu Daten und Zugang zu künstlicher Intelligenz, und zwar zu den besten Technologien. Diese Wissenscenter gehören einem Netzwerk an und treten dem Netzwerk über ein Franchise-Modell zu. Und wir als Vree Robotics, was wir eigentlich tun, wir schließen Partnerschaften ab mit Industriepartnern wie zum Beispiel Esri oder mit Drohnenpartnern wie DJI oder Parrot. Und wir erstellen Guidelines, wir erstellen Workflows, wir erstellen Trainingsprogramme, wir machen auch ethische Guidelines, wie man am besten mit diesen neuen Technologien in Umgebungen umgehen kann, die halt auch ab und zu nicht, die schon unter anderen Elementen leiden. Und wir bringen somit eigentlich die verschiedenen Partner zusammen. In unserer Arbeit, wir bestehen seit gut 3,5 Jahren und sind in dieser Zahl, Sie haben die blauen Punkte vorgesehen, von ungefähr 3 auf heute mehr als 26 Flying Labs angewachsen, und jeden Monat kommt ein neues dazu. In unserer Arbeit ist uns wirklich aufgefallen in den letzten 3 Jahren, dass die Arbeit eigentlich nicht, es geht nicht um die Roboter, es geht nicht um die Technologie, sondern es geht eben über Menschen und über Zugang. Zugang zu den besten Technologien, aber auch Zugang zu dem Wissen, wie sie am besten anzuwenden, Zugang zu Opportunitäten und Zugang zu einem Netzwerk, zu Gleichgesinnten, wie Sie hier alle heute Zugang haben für 2 Tage zu anderen Gleichgesinnten, geht es den Flying Labs und den mehr als 150 Experten in den 26 Ländern genau gleich. Sie wollen auch Zugang zu Gleichgesinnten haben, wo sie Beispiele und gute Use Cases miteinander austauschen können. Also geht es nicht um die Technologie, und zwar um die Menschen und um den Zugang. Und wie gesagt, in den letzten 3 Jahren ist es eigentlich, ist uns aufgefallen, dass es eigentlich sehr wenig um die Technologie geht. Aber wir lieben unsere Drohnen und wir denken immer wieder, wir verbringen eigentlich ganz viel Zeit mit der Technologie. Und dann haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, mit allen Flying Labs mal anzusehen, wie investieren wir eigentlich unsere Zeit. Und was da rausgekommen ist, ist ganz interessant. Und zwar hätten wir das nicht gedacht. Wir fliegen gerne unsere Drohnen wieder, wir geben viel Zeit damit ab. Ich habe das Wort sicher 50 Mal erwähnt in den letzten 10 Minuten, also sie hängen uns eigentlich sehr am Herzen. Aber die Analyse hat gezeigt, dass wir unsere Zeit eigentlich viel mehr mit Menschen abgeben, also mit dem Engagement von Stakeholdern, von Bürgern, von Communities, von der Gemeinschaft und mit Daten. Und nur so 10% eigentlich schlussendlich mit den Drohnen. Also zeigt es wirklich, dass das Wichtige ist nicht unbedingt die Technologie, sondern das Wichtige ist, wie man damit umgeht. Und das bringt mich auch zum zweiten Thema, das ich noch kurz ansprechen möchte heute Morgen, und zwar das Thema Innovation. Wenn ich Innovation höre, dann, und ich denke, Ihnen geht das vielleicht gleich, dann denkt man viel zuerst an Technologie. Aber auch hier, Innovation hat ja nicht nur mit Technologie zu tun. Innovation hat sehr viel mit Anwendung zu tun und andererseits auch mit Businessmodellen, wie man aus dieser Technologie neue Werte oder Nutzen schaffen kann. Wir zum Beispiel bei Vree Robotics, am Anfang haben wir gedacht, wir sind ein sehr innovatives Unternehmen und unsere Innovation ist vor allem technologisch. Und heute, 3 Jahre später, sagen wir, wir haben eigentlich überhaupt keine Technologie-Innovation gemacht. Wir brauchen nur Technologien, die schon bestehen, wie ArcGIS GIS Online oder wie bestehende Drohnen. Diese Technologien nutzen wir. Wo wir aber innovieren, ist in der Anwendung.
Und zum Beispiel, wie wir unser Netzwerk aufgestellt haben mit einem Businessmodell, das ein Franchise-Modell ist, das in der Non-Profit-Welt nicht unbedingt etwas ist, was man kennt. Also eigentlich Innovation im Businessmodell und Innovation in der Anwendung. Jetzt, Innovationen sind wichtig einerseits für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens, das ist ganz sicher. Aber Innovationen haben auch ganz interessante Nebenwirkungen. Und eine der interessanten Nebenwirkungen, die wir sehen, ist der Nachwuchs. Der Nachwuchs können wir mit Innovationen für unsere Themen, für unser Unternehmen eigentlich interessieren und auch gewinnen. Also wir investieren aktiv in Nachwuchsförderung mit spezifischen Jugendprogrammen wie zum Beispiel Fly Like a Girl oder Map My School. Und nach mir gibt es auch einen ganz, ganz interessanten Vortrag, wie das hier in Deutschland auch gemacht wird, wie auch hier in Deutschland Schulklassen innovieren mit GIS-Informationen und mit Analysen über ihr Umfeld. Also Nachwuchs ist eine ganz interessante Nebenwirkung von Innovation. Und eine weitere interessante Nebenwirkung ist die lokale Wertschöpfung. Wie ich wirklich mit Innovationen auch wertschöpfen kann, wie ich Zusatznutzen machen kann, wie ich dein Unternehmensgeist auch etwas steigern kann. Wir machen das auch ganz aktiv mit spezifischen Programmen, wie ein Business Incubation Programm, wo junge und neu ausgebildete Drohnen- und Datenexperten, wo die unterstützt werden, ihre eigene Firma aufzubauen. Innovation tut nicht weh. Aber uns allen fällt Innovation vielmals sehr, sehr schwer. Und in unserem Bereich, im Not-for-Profit-Bereich, ist das wirklich der Fall. Innovation fällt uns allen in unserem Bereich sehr, sehr schwer. Und wir fragen uns, oder wir haben uns mit meinen Kollegen gefragt, warum ist das so? Und ich denke, das hält halt auch damit zu tun, dass Innovation nicht von einem Faktor abhängt, sondern wie so ein gutes Rezept, bald haben wir schon Hunger, wie so ein wirklich gutes Rezept, ein feines Rezept, viele Zutaten braucht. Innovation braucht eben auch nicht nur eine Zutat, sondern mehrere Zutaten. Und ich habe gedacht, ich teile mal mein Rezept, unser Rezept von V-Robotics mit Ihnen, was wir denn eigentlich so für Zutaten in unseren Topf werfen, um täglich auch immerhin weiterhin innovativ zu sein. Und das erste davon ist Mut. Mut zu Neuem, Mut Unrecht zu haben, Mut sich zu täuschen, Mut etwas Neues zu lernen und zu entdecken. Die zweite Zutat ist Impact. Also ich nenne das Impact, das heißt nicht unbedingt sich an der Innovation so verklammern, sich auf die Innovation zu viel zu investieren, sondern darauf, was aus der Innovation gemacht werden kann, was sie bewirken kann, was sie positiv verändern kann. Eine weitere Zutat, von welcher wir sehr viel haben, ist Vielfalt und Einbeziehung. Dass wir eben viele Leute und auch verschiedene Leute mit einbeziehen. Wir beziehen in unsere Innovationen also ein breites Publikum mit ein, Befürworter, aber auch Kritiker, verschiedene Kulturen, verschiedene Nationen, verschiedene hierarchische Stufen. Also, dass wir da sehr viel Vielfalt und Einbeziehung mit reinbringen. Und das tun wir auf sehr methodische Art und Weise. Und sicher eine weitere Zutat, die uns geholfen hat, in 3 Jahren so weit zu kommen. Wir sind sehr methodisch mit unseren Innovationen. Ziehen diese auch nach wie vor, schreiben Reports über unsere Innovationen und verwenden Methodiken wie zum Beispiel Design Thinking für viele Sachen, die wir bei V-Robotics tun. Aber schlussendlich, und damit möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden, hat Innovation sehr viel mit Mindset zu tun. Ich hätte mir vor 3 Jahren in meinen wildesten Träumen nie träumen lassen, dass wir nach 3 Jahren in 26 Ländern Wissenszentren haben, die Drohnen und künstliche Intelligenz für soziale Zwecke brauchen. Von Papua Neuguinea bis nach Panama, von Sambia bis nach Japan. Das hätte ich mir nie geträumt. Und dank genau solchen Mindsets wie dieser hier, mit dem ich mich verabschieden möchte, stehe ich heute da. Wir haben es getan, wir haben etwas gewagt.
Wir gehen schrittweise nach vorne, wir machen keine Schritte, wir lernen dabei, wir täuschen uns auch vielmals und machen einen Schritt zurück, überlegen uns und machen einen neuen Schritt wieder, aber wir tun es. Wir sprechen nicht darüber, sondern wir tun es. Und das ist das Mindset, das ich hoffe, dass ich Ihnen auch jetzt weitergeben kann für die nächsten 2 Tage und für die Zukunft, dass Sie vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr hier auf der Bühne stehen und Ihre Innovation mit uns teilen und dass Sie den Schritt von sich aus machen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ganz viel Spaß beim Entdecken von den Innovationen über die nächsten 2 Tage.